Wow, du lieber Skorpion, was für eine wunderbare Mai-Botschaft. Ich bin verbunden, ich bin. Hier geht es um eine wunderbare transformative Bereinigung, auch in der Liebe und in all den Dingen, wo du eine Balance erleben willst. Ja, es geht um eine alte Schwere, um ein Land, was du in dir wieder erkennst, was du in dir integrierst und wo du jetzt scheinbar gelernt hast, dir selbst treu zu bleiben oder dorthin gehen wirst. Ja? Und da wartet Überfülle auf dich. Also wunderschön, was wir hier haben. Das ist einfach eine knallharte Veränderung, die hier auf dich wartet. Wir haben tiefe Erkenntnisse im Mai jetzt drinnen. Wir haben die karmische Verbindung drinnen. Und es geht darum, dass du dich jetzt selbst bewässerst, selbst nährst. Um Zärtlichkeit, um Ruhe, um Körperpflege, um Energie zu spüren, um die Weisheit des Universums durch dich durchfließen zu lassen. Und auch die Polaritäten, gerade im Seelenwachstum, mit den Konflikten mit anderen als nicht nur zu wissen, sondern es auch wirklich als jetzt kommt das Wort Bedienung quasi für das Wachstum stellenweise hier noch zu sehen. Wir lernen ja immer noch, ja, aus 75% Schmerzen oder aus 75% negativen Erfahrungen, um uns umzupolen, um uns auszurichten, weil der Mensch einfach noch nicht so weit ist, dass er sagt, ich generiere aus der Freude heraus wirklich das, was ich erleben will. Sondern immer dann, wenn irgendwas schmerzhaft wird oder sonst was, geht man für sich weiter noch. Aber das ist ja das, was jetzt geändert werden will. Und auch in dir jetzt geändert werden will. Und da haben wir halt einfach noch so ein bisschen diese Verlorenheit in grad was Liebe betrifft, grad was Partnerschaft betrifft, grad was Verbindungen betrifft. Also dieses, ich gehe in Verbindung mit meinem Seelenplan, ich gehe in Verbindung mit meinen Wünschen, ich gehe in Verbindung mit meiner Kraft, ich gehe in Verbindung mit meinem Potenzial, ich gehe in Verbindung mit all dem, was passieren will. Und da hast du noch ein bisschen Angst davor vielleicht oder ein bisschen einen Kampf innerlich drinnen und lernst jetzt eben, in dieses Vertrauen wieder hineinzufinden, in dieses Vertrauen hineinzufinden, dass alles für dich geregelt wird, wenn du dich traust, ja, offenen Herzens wirklich aufzumachen, ja, oder das Herz einfach dabei bist, zu öffnen. Es muss ja nicht immer schon gleich das offene Herz sein, ja, sondern aufzumachen und dich traust, deine Wünsche, dein Bedürfnis, das, was du möchtest, auch zu formulieren und gleichzeitig auch die Prozesse des Lebens für dich anzunehmen. Und hier haben wir die pure Transformation für dich drinnen, denn die Veränderung einfach, ja, diese Hingabe auch diesen kosmischen Gesetzmäßigkeiten gegenüber. Wenn du da dabei sein willst, im Juli starten wir, kommt alles dann in der Community-Tab noch. Ich sag dir jetzt nur schon hier, es wird mega und am 28. März, am 28. Mai, ja, März war es auch, aber am 28. Mai starte ich jetzt neu quasi mit einer Transformationswelle auch schon auf kostenfreier Basis, um auch schon aufzubauen, auch schon für die Kurse dann in meinem Member-Bereich. Bitte einfach in der Infobox dann nachschauen, dein Weg zu dir, draufklicken, kostenfrei registrieren und dabei sein. Du bekommst dann eben den Kurs freigeschalten mit dem Link, wo du am 28. einsteigst und sind wir dann live miteinander im Zoom in einem geschützten Rahmen und können einfach ja dich schon integrieren, deine weibliche, deine männliche Energie, alles für dich fließen lassen, quasi schon die Vorbereitung in die Hochzeit, ja, dich wirklich integrieren, dich wirklich spüren, die Brücke bauen in dir zu Mutter Erde. Wunder, wunder, wunderschön. Denn deine Symphonie, deine Schöpfung will hier auf dieser Erde gelebt werden. Und das sind ganz viele Bubblen hier, die eines bilden. Und genau das ist es einfach. Wir haben in unserem Leben mehrere Erleben, die wir jetzt zu einem formen dürfen. Und das passiert jetzt tief in dir. Und das ist das, was dich jetzt dorthin bringt, in deine Führungskraft, in dein Leadership hineinzutauchen, um dich zu führen, um dich zu trauen, dein Krönchen aufzusitzen und wirklich für dich zu schauen, was will ich hier an Schönheit? Das Reh steht auch für Schönheit, für Wachstum, für Sinnlichkeit. Was will ich hier erleben? Und dann dich trauen, natürlich mit der Schöpfung dich zu bewegen und das alles für dich hier auf der Erde zu erfahren. Wunderschön. Und jetzt haben wir die Vaterfigur mit der Dankbarkeit hier auch, ja, dieses ich bin getragen, ich fühle mich bereit und ich
Ich darf mich allen Strukturen entsagen, die mir nicht Halt gegeben haben, die mir das Gefühl gegeben haben, nicht bereit zu sein, die mir das Gefühl gegeben haben, nicht gut genug zu sein, oder. Das drehe ich jetzt um und nehme es einmal in Dankbarkeit an und schaue mit der Dankbarkeit über das, dass ich das überlebt habe, dass ich das erlebt habe, was das mit mir gemacht hat, dann schaue ich mir mal in meinen, ne, so wie so eine Rückwärtsrolle, schaue ich mir an, was das in meinem System gemacht hat, bis hinunter zu den Füßen und roll das quasi auf Mutter Erde und das ist die Veränderung, die jetzt in der Heilung stattfinden wird. Wunder, wunderschön. Weil diesen Kreislauf von der Seelenenergie in der verletzten Rolle, das wollen wir nicht. Und wir sehen jetzt hier vier verletzte Stäbchen und hier kommt aber jetzt das rote Herz. Das rote Herz, was jetzt diesen alten Schmerz tatsächlich aufbrechen will. Und das ist die Hingabe für dich zu deinem Willen und ganz klar zu sagen für dich, dass du jetzt deine Träume erleben willst hier auf dieser Erde. Und da haben wir Ka, Frieden, Na, große Stille, Lao, Zentrum des Universums, ich. Ich bin verbunden mit all dem Sein, das Gute fließt und fließt reichlich zu mir. Denn ich will verbunden sein hier, auf dieser Erde, im Jetzt, im Hier. Ja, und ich akzeptiere, dass es jetzt darum gegangen ist, meine verlorenen Wälder wieder zu erkennen und wieder zu integrieren, um meine Seelenerinnerungen, meine Seelengeschenke in mir in seiner Fülle wirklich anzunehmen. Du hast das schon einmal getan, deswegen erinnere dich daran, dass du es jetzt auch wieder tun können wirst, du lieber Skorpion. Ich freue mich sehr. So, was kreuzt diese Energie? Was kommt hinzu? Was verstärkt das Ganze hier? Und da haben wir deine Wünsche, sind ganz wichtig, dass du sie in die Welt sendest, in diesen kleinen süßen Babbeln, dass du dich traust, auch über den Regenbogen Altes abzugeben und Neues wieder zu empfangen, ja, denn es will zu dir und du willst jetzt, und das ist der Brief, das ist dein Seelenplan, du willst jetzt einfach Freiheit und Loyalität erleben und das ist das, was noch nicht zur Gänze in dir vorhanden war, aber es wird, indem du dich traust, wieder deine Leidenschaft zu öffnen, die hier strömt alles auf dich zu, hier befreist du dich, hier gehst du weiter, hier kommt etwas auf dich zu, in dem Moment, wo du dich traust, die Lichtseite deiner Leidenschaft zu leben. Also nicht die Leiden schaffen, sondern dein inneres Feuer, dein Potenzial, deine Schöpfung, die jetzt rauskommen will. Wer bist du? Was ruft in dir? Was will heraus aus dir? Was träumst du manchmal so in dir, wenn du dir vorstellst, wie du zum Beispiel einen Raum einnimmst für dich, wie du in die Gesellschaft rausgehst, wie du Partnerschaft lebst, wie du einen Tag verbringst, wie du eine Woche verbringst, wie du einen Monat verbringst. Wie willst du leben? Und dieses Feuer lass raus in dir und wir sehen, dass das jetzt auch kommt. Zu dir, denn dieser alte Schmerz, wo du deiner Weisheit nicht gefolgt bist und immer wieder vielleicht vor dir selbst oder vor deinem inneren Wissen weggelaufen bist, das endet. Das war einfach aufgrund von alter Verletzungen, wo du aber jetzt das, ja, den Outcome, das Schöne, das Ergebnis davon, die Ernte davon einfahren wirst. Nicht mehr den Schmerz, sondern das, was du daraus gelernt hast für dich. Was haben wir jetzt was haben wir jetzt als im Rat der Hohepriesterin, im Verborgenen quasi, im dunklen Bereich der Säulen, im Unterbewusstsein, was jetzt zu dir kommen will. Und da haben wir die Heilung von karmischen Strukturen, die man auch als falsch empfunden hat, weil hier immer mal wieder der Turm zusammenbricht. Und das erkennt man aber jetzt an als ein wunderschönes Wachstumsinstrument jetzt eben noch. Wir sind ja jetzt noch hier. Wir arbeiten zwar daran, dass sich alles ändert, aber im Jetzt und hier sind wir hier und haben diese Strukturen einfach noch und damit ins Vertrauen hineinzugehen, damit in diese Hingabe hineinzugehen, dass wenn eine Struktur bricht, einfach ein Wunder will geschehen, denn hier haben wir, du brichst jetzt aus deinem Herzschmerz tatsächlich und bist das kleine Ich bin ich und hast keine Angst mehr vor irgendwelchen Glaubenssätzen und auch keine Angst mehr davor, in die Tiefe bei dir hineinzuspringen oder in die Tiefe zu springen, um dich wirklich anders zu erfahren, weil da geht die Sonne auf, da geht ja dein Strahlen auf, da geht dein Erfolg auf, da geht dein Potenzial auf, da willst du halt einfach alles andere nicht mehr erleben, aber nicht im vermeidenden Sinn, sondern weil du einfach sagst, okay, jetzt habe ich es begriffen, jetzt habe ich verstanden, ich bin verbunden hier und der Herzschmerz, den erlaube ich mir als anders jetzt zu erfahren und das ist genau das Potenzial, was da mitschwingt, weil dein Glück will aufgemacht werden, indem dein Zyklus jetzt tatsächlich endet aus eben diesen alten Strukturen, wo du noch Mangel damit erlebt hast, ne? Wo, wenn wir da noch drinnen sind in diesem warum ist mir das, oder war, na, irgendwie so ein,
ja, Bangen, Hoffen, manchmal auch Groll, auch wenn es unterschwellig ist. Irgendwas, wo noch ein Konflikt mit uns drin war. Warum muss das überhaupt so sein auf dieser Welt? Also ich meine, ich kenne solche Gedanken sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wo du bist, aber ich hatte einen irrsinnigen Groll auf dieser Erde. Ich habe dann mit Mutter Erde, habe ich eine wunderschöne Verbundenheit dann erlebt, wo ich dann wirklich, ja, wo ich einfach die Sinnhaftigkeit von der Erde wirklich knallhart hinterfragt habe, für mich immer wieder und immer wieder. Und dann aber etwas erfahren habe und da einfach hineingegangen bin. Und diese Erfahrung war es wert und hat mir sehr, sehr viel Ruhe gebracht in meinem Leben. Ja? Also wunderschön, auch dazu bin ich natürlich da, dich zu begleiten, diese Brücke von einer alten Welt in eine neue zu erleben und sie auch fertig zu bauen in diese neue Welt. Ja, nicht nur zur Hälfte, ne, dann funktioniert das natürlich nicht, sondern wirklich fertig zu bauen auf dieser Welt und sich selbst nicht aufzugeben. So, und deine nächsten Schritte sind eben jetzt die Transformation in dieses Erleben, dass Ausgleich hier passieren darf auf dieser Welt, weil auch das ist eine Gesetzmäßigkeit, nach der wir leben. Nur wenn wir uns den Fokus immer nur auf, na, auch wenn wir es gar nicht so erkennen, oft ist es ja so, na, die Gesellschaft ist sehr negativ geprägt, ist sehr negativ ausgerichtet. Wenn wir miteinander reden, wenn man mal beobachtet, wie Menschen miteinander reden, das ist sehr auf Schwere ausgelegt. Ja? Und der Ausgleich kommt in dem Moment, wo man das anders bewegt und einfach mal Luft holt, sich ein bisschen die Schultern frei macht, so ein bisschen von dieser kollektiven Schwere abschüttelt, ja, sich das Krönchen aufsetzt, sich gerade hinsetzt, sein Zepter in die Hand nimmt und sagt, okay, was will ich erleben? Und dort einmal den Fokus hinlegt, dann wirst du merken, kommt sofort die Ausgleichsenergie zu dir, weil du was veränderst, weil du was umdrehst im Energiesystem. Und das ist wunderschön. Und das kommt jetzt hier auch zu dir als nächster Schritt, damit, und das ist der Rat der Hohepriesterin, du diese Transformation jetzt, dieses Erblühen, dieses Erwachen, diese Verbindung zu dir und zu anderen, diese Schönheit, die da jetzt kommen will, als diesen Umbruch in dir als wunderschön und absolut geilen Reifeprozess erachtest. So, du lieber Skorpion, das ist die Botschaft für dich. Du kommst jetzt hier absolut ins Erblühen und wirst jetzt wie die Lotusblüte alles in die Heilung bringen. Familiengeschehen, Verbindungen, Liebe, Anziehungskraft, all das, dass wirklich jetzt die Fülle in dein Leben hereingezogen werden kann, indem du kleine Stellschräubchen drehst und dich auf eine andere, ja, auf eine andere Energie ausrichtest, ja, auf eine leichte Energie ausrichtest, auf etwas, was nicht gesellschaftlich geprägt ist, so gesehen, ja, sondern wo du jetzt einfach lernst, diesen anderen Fokus für dich zu halten. Bis dann, ich wünsche dir ein wunderbares Geschehen und vielleicht werden wir uns ja schon am 28. sehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Bis dann, Papa. Mehr im Empfinden und im Aufmachen ist dann einfach auch mehr.